herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Escape from Tarkov in der Ultimate Singleplayer Season Nummer 3. Mein Gott, das ist aber auch ein Zungenbrecher. So, wir haben mal wieder alles gegeben. Ich habe mal wieder alles gegeben und habe auch wieder alles verloren. Super, das läuft bei uns. Wir haben Gott sei Dank das Helmchen noch. Das ziehen wir mal auf. Das ist soweit okay. Wir tauschen unsere AKM ein. Nee, das ist ja verkaufen. Wir tauschen die ein. Zack, für die drei Tuchonka. Dann bauen wir das ganze Teil noch schnell um. Hoffentlich können wir es umbauen. So, wir machen den Foregrip back. Wir setzen den Foregrip drauf. Das ist wunderbar. Sehr, sehr schön. Dann haben wir das geschafft. Setzen wir das da rein. Dann haben wir die hier. Die ziehen wir auch an. Moment, haben wir den Schlauch nicht mit rausgebracht? Haben wir den Schlauch nicht mit rausgebracht? Können wir das nicht umbauen? Ich muss mal eben reingucken. Bin ich verwirrt? Nee, wir können es nicht umbauen. Uns fehlt Tatsache dieser eine Schlauch noch. Und was eigentlich noch viel, viel wichtiger ist. Oh mein Gott, wir sind aber hart angeschlagen. Also erstmal heilen. Zack. Das sieht auch schon mal sehr schön aus. Gut, dann haben wir das geschafft. Wir brauchen nochmal einen Rucksack. Tja. Ich würde sagen, du musst herhalten. Das Belomo leider nicht drauf packen. Das wäre natürlich nice gewesen, wenn wir das Belomo drauf hätten packen können. Aber das ist nicht der Fall. Meine andere Frage, können wir theoretisch noch einen Saliva herstellen? Dann hätten wir zumindest die Therapist-Quest soweit in Angriff genommen. Wäre das noch drinne? Schauen wir mal ganz kurz. Nein, uns fehlt genau ein S-Match und zwei Pillen. Mal ganz kurz gucken, ob wir... Wir können... Genau, die beiden, die können wir eintraden. Das heißt, uns fehlt genau noch ein S-March. Und dann könnten wir ein Saliva herstellen. Mal die Augen aufhalten. Mal die Augen aufhalten. Richtig, das war nämlich das, warum ich die beiden Zünder hier noch behalten hatte. Munition, das ist auch schon wieder 762. Da haben wir nicht allzu viel. Ja, wir können die beiden auf jeden Fall nehmen. Dann traden wir uns noch die zwei Magazine rein. Slot ist nicht frei. Ah, die hatten wir, ne? Ich bin auch blöd. Ja, die hatten wir. So, 10 Schuss als Ersatz. Wir nehmen noch Bandagen mit. Schienen haben wir. Hemostat haben wir. Wir haben das AFAC noch. Okay. Ich denke, das sieht erstmal gut aus, oder? Ich denke, das sieht erstmal so ganz gut aus. Tja. Ja, haben wir noch eine Optik? Haben wir noch irgendeine Optik? Aber da passt nichts drauf, ne? Da passt nichts drauf. Ne, da fehlt uns noch eine Schiene wahrscheinlich oder sowas in der Richtung. Ist so, wie es ist. Okay, lass uns rein. Komm, wir brauchen Interchange. Wir müssen jetzt endlich mal diesen Schlauch haben. Ich will halt immer auch zu viel. Das ist mein Problem. Ja, ich sehe dann das Gear und so weiter und so fort und ich will dann einfach zu viel. So, für euch ein kleiner Schnitt. Ich habe schon viel zu viel gequatscht und dann geht's gleich weiter. So, perfekt. Oder auch nicht. Wir können hier die Waffenkiste noch eben kurz nachgucken. Wisst ihr, was wir machen? Wir gehen heute mal den ungewöhnlichen Weg. Und laufen die Hidden Stashes nochmal ab.
könnte auch immer was drin sein oder dabei sein. So, jetzt müssen die Bots gleich aufhören einzuspawnen. Ja, jetzt ist es soweit. Also ein bisschen nervig, aber zum Glück ist das nicht die ganze Zeit so. Oh ja, sehr schön. Da wird wohl nichts drin sein, schätze ich. Aber es ist zumindest ein Rig. Das ist schon mal sehr in Ordnung. Schon mal sehr, sehr gut. Das werden wir gekonnt ignorieren. Ich lerne ja auch nicht aus meinen Fehlern. Ne? Das haben wir jetzt dreimal hinter uns. Und ich lerne halt einfach nicht draus. Ne? Das ist das Ärgerliche bei der ganzen Sache. Aber man will dann ja auch. Ne? Man will dann ja reinpushen und man will dann ja auch was schaffen. Und so, da hinten noch eins. Es ist leider das Problem. Das ist das, was uns behindern wird. Achso, ich habe die Bandage gar nicht vorgemerkt. Die Teile für die Schrotflinte. Ja? Sobald wir Mechanic, wir können im Mechanic-Questbaum nicht weiter, wenn wir diese ganz mit Part 1 nicht erledigt haben. Und das ist das große Problem. Wenn wir diese Teile nicht finden, wird das eine ganz, ganz schwere Nummer. Da lag eben gerade was. Gut, da oben ist noch eine Wooden Crate. Da könnte auch noch was drin sein. Ich bin gezwungen, leider diese Sachen jetzt abzulaufen. Vielleicht gehen wir auch nochmal Lighthouse. Das wäre natürlich auch noch toll, noch einmal Lighthouse zu gehen. Da haben wir ja auch ganz gute Erfahrungen eigentlich gemacht. Mich da ein bisschen verschätzt an der Stelle. Einmal in den Bus. So, Waffenkiste, Stash, Stash, Stash. Und dann überlegen wir, ob wir darüber gehen oder durch den Idea rein. Denn wenn wir außen lang gehen, werden wir wahrscheinlich keine Schläuche mehr finden. Mutig mal. So, jetzt haben wir noch eine MP7 gefunden.
Es sei denn, wir finden jetzt einen Schlauch. Es sei denn, wir finden hier drinnen jetzt irgendwie einen Schlauch, dann ist die Sache erledigt. Wollen wir da nicht drüber reden. Ja. So. Das ist gut. Ja, das macht keinen Sinn, ne? Das macht mal gar keinen Sinn. Schade. Hier würde eigentlich immer noch mal ein Ding spawnen. Wenn wir den Krankenwagen öffnen. Da liegt nichts. Okay. Versuchen wir oben rüber reinzugehen. Ja, müssen wir probieren. Will ich auf jeden Fall mitnehmen. Das kann weg. Bandage will ich auf jeden Fall mitnehmen. Für die Panzerung. Box, Waffenkiste meine ich. Da ist er. Einen haben wir. Sehr schön. Perfekt. Einen haben wir. Einer muss gehen hier. Eins muss gehen. Die Mündungsfeuerbremse haben wir schon mal. Das ist wundervoll. Bringt nichts. Wow.
das jetzt rausbringen. Ist auch nicht zum Kraftwerk runter. Zündkerze. Das kann mal weg. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Jetzt einen Schlauch und dann raus hier. Das wäre schon gut. Keine Experimente machen. Gut, wäre jetzt noch ein Zylinder. Thermit oder irgendwie. Thermit wäre auch schön. Thermit könnte ich auch noch leben. Oh ja, 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 ja. Saliva, Saliva, Saliva. Perfekt. Das geht auch mit weg. Das ist sehr, sehr gut. Da ist ja der Schlauch perfekt. Dafür gehst du weg. Du gehst dahin. Nein, du gehst natürlich nicht dahin. Die Rubel verschwinden. Du gehst dahin. Und ich würde sagen, wir sind raus. Emmacon? Ja, wir gehen unten lang. Kurz gucken, ob der Dings da ist. Schroti, die nehmen wir mit. Kein Platz, wir haben keinen Platz. Wir haben keinen Platz für die Schroti, dann lassen wir es. Dann lassen wir es. Wir schauen noch, ob wir vielleicht noch Thermit auf dem Rausgang finden. Ansonsten bin ich schon glücklich. Wir haben die Mündungsbremse. Mündungsbremse und wir haben den Schlauch. Wenn ich es nicht wieder versaue. So, jetzt kommt Zylinder noch. Das wäre traumhaft. Rotes Schießpulver ist natürlich auch knusprig, ne? Rotes Schießpulver ist natürlich auch knusprig.
Thermit. Nur gucken, ob wir noch Thermit finden. Nägel, 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 Nägel. Nehmen wir mit. So, ich werde nicht hier oben rum. Ich werde unten lang. Ich weiß, ob wir... Nägel ist eigentlich wichtig, ja. Extrem wichtig. Jetzt schon dran? Nee, waren wir noch nicht. Haben wir das übersehen? Nochmal Nägel. Magnet weg. Nägel rein. So viele Nägel. Nochmal in die Granatenkiste. Ja, auch nicht schlecht. So. Hauptsache, wir sehen hier jetzt keinen. Das jetzt nicht mehr haben. Diesmal wollen wir das nach Hause bringen. Da gehe ich auch hinten lang. Kein Risiko eingehen. Läuft auch keiner. Gut, lasst uns raus, Leute. Perfekt.
zwei Sachen erledigt. Nein, es ging nicht. Wir hatten keinen Platz mehr. Gut, perfekt, der Schlauch ist endlich da. Meine Güte, und wir haben den GK2 Muzzle Brake gefunden. Sehr schön. Das ist sehr gut. Keine Abschüsse, aber die Stufe 13 überschritten auf dem Weg zu Stufe 14. Das sieht wieder ganz gut aus. Das kann man mal so sagen. So, perfekt. So, dann schauen wir mal ganz schnell. Wir haben den Schlauch. Zack. Jetzt ist die Versorgungsstation bereit zum Upgraden. Das werden wir jetzt machen. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz im Stash quasi. So, Versorgungsstation. Zack. Los geht's. Perfekte Sache. Stufe 2 ist in Arbeit. 4 Stunden. Das sieht so schon mal ganz gut aus. Dann haben wir hier jetzt wieder ein bisschen Platz geschaffen. Das heißt, wir können hier die Nägel reinpacken. Wir können die Schrauben reinpacken. Die Zangen. Das kann weg. Das behalte ich nochmal. Wir bodytraden das ein. Sehr schön. Wir haben die Geschichte hier. Das wird eingetradet. Das ist das, was wir behalten wollen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann verkauft werden, das behalten wir, das kann verkauft werden, verkauft werden, behalten wir, nehmen wir mit in den nächsten Raid, kann verkauft werden, das kann nicht verkauft werden. Dann haben wir das Rig, das will ich sicherheitshalber einfach mal hier hinpacken. Wir haben die kann verkauft werden, das kann verkauft werden, das ist ein Body Trade und die MP9 kann auch verkauft werden an der Stelle erstmal. So, die PP Munition kann erstmal dahin, das will ich mitnehmen. So sind wir erstmal ganz gut aufgestellt. Dann schaue ich noch mal eben ganz kurz rein. Was macht die Stash-Erweiterung? Das Lager an der Stelle. Wir brauchen noch einmal WD-40. Einmal WD-40 und 3 Packungen Schrauben. Plus eine Handdrill. Also die Zeit für die Handdrill wäre jetzt gekommen. Nein. Zurück. Charakter. So, erstmal verkaufen wir das Ganze hier. Das ist die Waffen an Pepper. Wir müssen da ein bisschen Umsatz generieren. Zack, dass wir hier ein bisschen auf Umsatz kommen. Skier nimmt nichts. Der nimmt das hier. Das ist schon mal. Boah, das ist schon mal großer Gewinn. Therapist, was nimmst du? Jawohl. Du nimmst das. Das ist sehr, sehr schön. Und Mechanic nimmt den Rest. Das ist ein guter Lauf gewesen. Dann haben wir hier das, was wir eindealen wollen. Genau, damit wir eine, was ist das eigentlich? Eine Dreier, ne? Der Dreier Rüstungsstahl. Das ist okay. Daypack ist auch in Ordnung. 21 Kilo, das ist auch in Ordnung. Dann können wir hier das Saliva eindealen. Dann haben wir zumindest nochmal ein Saliva hier dazu. Und wir können so bleiben an der Stelle. Schrauben und Handdrill, ne? Das war das Ding. Was machen wir? Ich will jetzt nicht schon wieder Interchange gehen. Wir haben das geschafft eigentlich. Lasst uns mal gucken. Ich will mal ganz kurz gleich. Wir könnten mal Shoreline gehen. Ich glaube, ich habe Bock. Wir gehen mal Shoreline. Wir gucken mal, was die Jacken sagen. Duffelbags. Weapon Boxes sind natürlich auch so ein Thema. Da könnte man einfach mal gucken. Und die Hidden Stashes natürlich. Lasst uns einen Shoreline, lasst uns einen Hidden Stash Run machen. Gucken, ob wir die ein oder andere, den einen oder anderen Abschuss mitnehmen können. Ich glaube, das ist eine ganz coole Sache. Das hat auch ein bisschen was mit Abwechslung zu tun. Und vielleicht schaffen wir unsere 3 Schrauben.
Die Handrail wäre dann halt noch was anderes. Da müssten wir vielleicht noch wieder Interchange gehen. Lass uns reingucken, Leute. Wir gehen Shoreline. Wo ist es? Küste. Hier. 9 Uhr. Perfekte Sache. Los geht's. Für euch ein kleiner Schnitt. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir. Verdammt, wo sind wir? Wo zum Teufel sind wir? Jetzt muss ich mich erstmal orientieren hier. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Weiter im Osten. Hier ist dieses eingefallene Haus mit dem Hidden Stash. Und hier vorne sitzt irgendwo die Drohne rum. Schöner Spawn. Dreier Aluminium 1,3 Kilo und der hier, oh, der ist sogar noch ein bisschen leichter. Den machen wir mit hin, ne? Ist ganz okay. Können wir so machen. So, dann geht's hier runter. Da vorne ist noch ein Hidden Stash, den nehmen wir auch noch mit. Wir laufen die Hidden Stashes jetzt ab. Ich will mal hoch zur Dings gehen, denke ich. Hoch zur Sendeanlage. Termit wäre echt der Oberkracher. Noch einmal Termit, ja. Das wäre der Oberkracher. Irgendwo hier vorne. Vielleicht sehen wir es ja gleich nochmal. Irgendwo hier, entweder da oder dort. Irgendwo ist diese Drohne abgeschmiert. Woods gehen können. Woods, der Süße Camp. Weiterhin, ihr wisst, beim Konvoi. Das wäre auch noch was gewesen. So, ich will auch die beiden Weapon Boxen da hinten bei dem Haus möchte ich auch noch mitnehmen. Da könnten eventuell auch noch Teile spawnen. Also wir brauchen jetzt nur den Zylinder und das RK6. Den Foregrip, also den Haltegriff. Na? Sag, willst du nicht? Mein kleiner Freund, willst du nicht? So, erste Schraube, perfekt. Erstes Paket Schrauben. So, hier oben müsste das Haus sein. Wo müssen wir raus? Ich glaube, Tunnel. Ja. Oder Path to Lighthouse. Das wäre, aber da ist der Sniper Scav, ne? Das könnte schwierig sein. Da müssen wir erstmal drüber weg. So, schauen wir mal. Waffenkiste. B7-Magazin. Dankeschön. Ja. Das war das zweite Mal, dass wir den jetzt haben. Au. Au. War jetzt auch ein anderer, ne? Ne, doch, das ist der gleiche. Minus Feuerbremse.
Schweres Gerät, ne? 7 Kilo und sogar leichter. Das ist sogar leichter. Das essen wir erstmal. Dann kann das weg. Das kann weg. Das kann weg. Den Helm möchte ich behalten eigentlich. Das kann weg. Das kann rüber. Das kann rüber. Das kann rüber. Die möchte ich anziehen. Die möchte ich anziehen. Will ich hinten rum? Will ich hinten rum? Wir probieren das mal. Heißes Pflaster sein hier. Wow. Da ist aber einer. Da ist eine Agro. Wow. Weiß nicht, ob ich das öffnen kann. Земляк, мы стрелять не хотим, мы так наблюдаем. Нехороший вы, блядь, человек. Левый коронный, правый похоронный. Es ist ziemlich dunkel. Es ist ziemlich dunkel. Das ist mir zu offen. Mein Bauch sagt, das ist nicht gut.
Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Okay. Alter Verwalter. Da habe ich nicht mit gerechnet. So viel zu. Lass mal auf Shoreline gehen. Das ist bestimmt total spannend. Oh, mit was hat er mich erwischt? M61. Jawohl, alles klar. Der hatte gute Munition. Und wahrscheinlich auch ein gutes Gewehr. Nicht schön. Absolut nicht schön. Ja, so, ne? Was machen wir denn? Was machen wir denn? Wir gehen mit der Weste rein, ganz klar. Wir haben leider nichts, was wir eintraden können. Wir nehmen hier nochmal eine Bandage mit. Das ist auch soweit okay. Wir können mit der reingehen. Die klappen wir mal aus. Allerdings haben wir... Ah, Moment, ich muss erstmal prüfen hier. Erstmal prüfen. Wir haben allerdings kein Magazin, ne? Wir haben allerdings kein Magazin. Ich will nochmal eben kurz. Das ist die einzige Munition, die wir haben. FMJ. Ja, dann macht das mal gar keinen Sinn. Damit reinzugehen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Pistol Run? Pistol Run. Es riecht nach Pistol Run. Es riecht nach Pistol Run. Die 14 plus 25. Ne, so war das nicht gemeint. So war es gemeint. Pistol Run, Pistol Run, Pistol Run. Ja, Leute, Interchange, oder? Hilft sich, wir brauchen noch ein paar Schrauben. Wir brauchen noch drei Schrauben und wir brauchen noch die Handdrill. Dazu bräuchten wir aber erstmal einen Rucksack. DVD-Player und Harddrive, das würde mir jetzt noch einfallen. Echt durchgeschlagen, ne? Echt durchgeschlagen. Ja, so machen wir es. Was anderes fällt mir gar nicht ein. Bin ich ganz ehrlich, was anderes fällt mir gar nicht ein. Wir gehen so rein, Autobahnkreuz, und dann gibt es nochmal einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, los geht's. Wir sind ziemlich weit hinten gespawnt. Die Daily Quests sind leider gerade abgelaufen. Das konntet ihr nicht sehen, weil ich es wahrscheinlich rausgeschnitten habe an der Stelle. Sehr schön. Ein paar Rubel. Da vorne ist noch... Es wird auch wieder ein Stash Run, denke ich. Abschließend sozusagen. Selten, dass man da einen Rucksack gefunden hat, ne? Oh, eine Katze. Sehr gut. Die wäre toll gewesen. Jetzt haben wir natürlich keinen Rucksack.
Okay, geht's hier. Eigentlich sollte es hier rüber gehen. Nein, geht nicht, okay. Okay, das hört sich nach Killer an. Schade. Gut, geht's weiter. Das Duffelback interessiert mich. Okay, geht nicht. Ja, geht nicht. Verstanden. So, da geht's nochmal runter. Schauen wir uns da nochmal um. Können. Das ist immer gut. Da ist noch eine Weapon Case. Können. Trinken hilft. Zigaretten. Zigaretten. Müssen wir überhaupt raus? Guck mal, Emmercon. Können wir gleich eigentlich wieder extracten. Aber das macht ja keinen Sinn. Schön den Saft austrinken, bitte. Sehr schön, was ist das? Ein 9x9, aber hier haben wir genau 9x18. Das ist natürlich nicht verkehrt. Das ist gar nicht verkehrt.
Ich will mein Glück mal versuchen. Box. Waffenbox, Waffenbox, Waffenbox ist eigentlich das, was gebraucht wird. Beziehungsweise HDD und DVD. Das wäre auch was, dann wäre uns schon mal mit geholfen. So, das Ding ist ja jetzt DVD. Da haben wir schon mal das erste. Das heißt, das geht weg und der Akku geht weg. Für die Dings weiß ich nicht, das ist ein Red Player gewesen oder sowas. Also hier für diese Waffe, die Magazine. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. So, kommt noch eine HDD, da bin ich schon glücklich. Wir uns wenigstens noch so ein Daypack besorgen. Nein, natürlich nicht. Teil, okay. Um eine HDD. Sonst liegen die Dinger zum Haufen rum. Jetzt brauchen wir mal eine. Als wüsste das Spiel, was man braucht. Aber wirklich. Sah eben aus wie eine Festplatte, die herumlag. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß, dass da ein Flash Drive ist.
Verdammt nochmal, wir brauchen eine. So, Loch im Zaun ist halt auch noch eine Option. Wenn wir beim Kraftwerk vorbeischauen, da sind ja noch ein paar. Das Termit nicht zu vergessen. Was ist das? Du meine Güte. Oha, sehr schön. Aha, okay. Nee. PMPS prüfen. Beides Munition, die ich behalten will. Wird hier. Box. Waffenbox, Waffenbox. Das ist 45er, glaube ich. Nee, 51er, okay. Durch. Ich bin auch damit aus, ja. Definitiv. Vielleicht die eine oder andere Zange. Das könnte man. Das ist auch ärgerlich jetzt. Das ist auch wirklich ärgerlich. Da ist die Handdrill, die wir so nicht so dringend benötigen, nicht. Das ist ja. Da wäre nochmal Propan. Suchen was. Die zwei Waffenboxen haben wir auch noch. Wasserfilter. Zylinder, Zylinder und RK6, das wäre. Oh.
Oh Mann. Das ist ja schwierig jetzt hier. Nehmen wir den weg. Haben wir wenigstens die da. Prüfen. Voll. Schade, ich dachte, das wäre der Zylinder. Das wäre der Kracher gewesen. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt findet man sowas. Schade, schade, schade. Ich habe gedacht, da liegt noch Termit rum. Schießpulver. Das ist ein Bohrer, jawohl. Okay, Handbohrer. Das, ich will jetzt, oh, das ist aber ein schweres Gerät, was da abgefeuert wird. Waffenbox, eine Waffenbox, zwei Waffenboxen sind noch unten. Okay. Okay, mit Termit haben wir echt kein Glück. So, ein ist hier unten und ein Doubleback, da will ich noch hin. Und dann machen wir die große Runde. Ist ja auch noch ein Doubleback. Kenne ich ja noch gar nicht. Durchsuchen wir das doch mal, was? Auch nicht. Energy Drink, den können wir gleich noch mal trinken. Machen wir auch. So, schauen wir hier nochmal nach. Es ist schwer. Es ist C, das gebe ich gerne zu. Aber ich will jetzt auch nicht abweichen von dem, was wir die ganze Zeit machen. Das gehört einfach dazu. So, hier ist auch noch eine Waffenbox. Ich will mal reingucken. Nee, 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 nee.
Okay, hier scheint noch jemand zu sein. Oder auch nicht. Okay, den nehmen wir mal mit rüber. Oh shit. Oh shit. Das ist nicht schlecht. Und hier ist noch eine MK-17. Meine Güte. Das ist ja mal gar nicht so verkehrt hier, die Nummer. Auf jeden Fall können wir jetzt nicht mehr raus. So, das kommt darüber, das geht dahin. Das ist einzeln. Das ist alles einzeln. Schade. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn. Okay, behalten wir das mal so. Ich glaube, wir brauchen die DVD jetzt nicht mehr. So. Dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Wir können. Okay, das ist echt gut. Das nehmen wir noch mit. Ich glaube, wir gucken nochmal, wir looten die anderen nochmal. Die sind alle verblutet hier nach dem Beschluss, würde ich so behaupten, weil hier ist nämlich niemand mehr.
Junge, 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 Junge. Vielleicht haben wir Glück und es haben noch ein Dings dabei. Junge, so, das kann weg, das kann weg. Der Foregrip kann da drauf anscheinend. Wir werden das brauchen hier. OMG, OMG. Der Berghut wäre auch gut. Der Berghut wäre auch gut. Schrauben sind wichtig. Essen, trinken. Und oh, schade. Ich habe gedacht, das wäre drauf. Das wäre super gewesen. Das wäre richtig toll gewesen. F7 Magazine, die nehmen wir noch mit. Lock-Tick nehmen wir auch noch mit. Das müssen wir noch. Das ist unglaublich. Was für ein Pfund, Leute. Hier muss noch was gehen. Hier muss noch was gehen. Der geht weg. Der geht weg. So, dann geht das da noch mit drauf. Oh, und das geht weg. Kann der noch irgendwo drauf? Nein. Dann gehen die Schrauben noch mit. Okay. Perfekt, Leute. Wir müssen zum Emmercon-Kontrollpunkt. Immer noch. Was ein Gewinn. Wenn uns jetzt hier keiner mehr auflauert. Bleiben wir uns dahin. Mein Gott, die Folge ist schon viel zu lange eigentlich. Viel zu lange. Doch Emmercon, oder? Ja.
krabbeln. Hauptsache, wir kommen damit jetzt raus. Das ist ein massiver Gewinn. Ein kleiner Krampf. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie ein Aasgeier, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das sind gute Waffen, das ist gut, das sind gute Ausrüstung. Das passt eigentlich alles sehr, sehr gut. Unglaublich. Die ADA müssen wir mal gucken. Die AK-47N, das ist schon nice. Ich denke, das werden wir packen. Das werden wir hinkriegen. Wir rutschen nach hinten. Zieht uns der Rucksack nach hinten. Zwei Teile fehlen uns noch. Der Zylinder. 6. Meine Güte.
Aber so überladen wollen wir, glaube ich, noch nicht. Was haben wir jetzt drauf? Was? 70 Kilo, Alter. Schwede. 70 Kilo, das musst du erstmal tragen. Das ist schon heftig. So, einmal noch hinlegen, einmal noch krabbeln. Nach jedem Gewitter, ne, nach jedem Regenschauer kommt Sonnenschein. Das ist so. Und auch das ist hier in Tarkov so. Wow, Leute, nice. Ich hoffe, Gott sei Dank, ich habe gerade schon die Vermutung gehabt, dass das Spiel abscheißen wird. Aber es ist nicht der Fall. Sehr, sehr schön. Wir haben keine Abschüsse, aber dafür richtig viel XP gemacht und auch richtig viel Stuff mit rausgenommen. Liebe Leute, die Folge ist doch extrem lange geworden. Ich kündige jetzt schon mal an, dass die nächste Folge wirklich nur knappe halbe Stunde gehen wird. Ja, als Ausgleich für diese Folge. An dieser Stelle ist auch die Folge zu Ende. Ganz logischerweise, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen da, gerne auch ein Abo. Und ganz, ganz wichtig, schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Bock drauf habt. Ich lese es mir gerne durch und was auch ganz klar ist, ich habe Bock auf euch, freue mich über euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.